Okay, legt das Zeug auf den Tisch. Scheint gut zu sein. Die Explosion war garantiert bis Ocean Hall zu hören. Los, hau ab! Elvis? Es heißt Dimitri. Es heißt Dimitri. Und der Bär scheißt in den Wald. Ist so eine russische Redensart. Zeig mal her das Zeug. Es würde mich nicht wundern, wenn der Meister selbst von meinem Targon-Wodka ab und zu kostet. Das würde einiges erklären. Was für Schwierigkeiten? Tja, weißt du, um diese Sachen alle herzustellen, muss ich eine Menge anderer Sachen bekommen. Jemand, der mich mit bestimmten Kristallen beliefert, die möglicherweise aus dem Wong-Labor stammen, scheint urplötzlich verschwunden zu sein. Es scheint, als hätte Wong eine ganze Abteilung seiner Leute einfach eliminiert. Das hat mit dem Einfrieren von Dingen zu tun, würde ich sagen. Oh, das ist im zweiten Ring. Feines Viertel. Tja, ohne Area Limiter wirst du da nicht reinkommen. Es ist Grundlage für ein explosives Getränk. Das hast du ja gemerkt. Zusammen mit Kugelfischleber bringt es dich zurück in die Zeit, wie sie einmal war. Oh, es bringt dich um. Oh, 100%! Verdammt! Damit komme ich ein halbes Jahr aus! Großartig! Hier, mein Freund. Du sollst etwas bekommen, was ich nicht mehr brauche. Ein B-62-Interface. Wenn du das in dein Area Limiter einbaust, stehen dir alle Ringe offen. Ein paar alte Säcke und die Hälfte fehlt. Die kenne ich nicht. Mein Freund, die Hälfte der Leute, die hier wohnen, sehen so aus. Keine Ahnung, ist aber ein echt dämliches Bild. Ach, hast du jetzt auch so eine kleine Labertasche? Vergiss die Dinge. Guck mal hier. Das ist meine. Und jetzt ist sie mein persönlicher Assistent. Ach, weißt du, es geht mir gut. Wong hat hier im siebten Ring weniger Einfluss. Ich verdiene viele Credits. Ich weiß nicht, Elvis.